Ja, und das einmal grüezi miteinander und herzlich willkommen. Wir machen hier mal so eine kleine Pilotaufnahme hier und ja, mal was ganz Ungewöhnliches hier auf Beißler 97. Also, das ist was, was man auf dem Kanal hier so gar nicht kennt. Wie gesagt, das ist jetzt hier mal so eine Pilotaufnahme. Vielleicht lade ich es hoch, dass wir mal sehen, was jetzt hier in dieser Aufnahme passiert. Vorbereitung auf vielleicht eine mögliche kleine Retro-Reihe, denn was haben wir denn hier für ein Programm laufe? Da müssen wir dann auch mal noch Bilder machen für den Hintergrund. Ja, aber jetzt für den Anfang, es kommt ja erst noch. Wir haben hier VMware Workstation 15, den Player. Und zwar kann man damit virtuelle PCs machen und damit kann ich hier auf meinem Windows 10 alte Betriebssysteme laufen lassen. Und da kann man schon denken, was das für eine Retro-Reihe werden wird. Vielleicht im nächsten Jahr, da möchten wir uns mit alten Computern beschäftigen. Und alte Computer, Betriebssysteme, viele der Jüngeren kennen die gar nicht mehr, was es da alles gegeben hat. Und ich habe da jetzt mal schon seit gestern ein bisschen dran rumexperimentiert, ein bisschen schon was gemacht und habe ja schon mal zwei Betriebssysteme. Man kann es lesen: Windows 3.11 und MS-DOS 6.22 und ein Linux, Unix-basierendes Betriebssystem. Da können wir mal in beide gleich reingucken. Aber zunächst mal der Pilotaufgabe. Also, wir werden hier auch Linux anschauen. Ich bin jetzt kein Computertechniker, aber ich kenne die Betriebssysteme, sagen wir es mal so. Und ich denke, wir gucken da einfach rein. Wir quasseln da nicht lang, sondern das ist ja hier alles. Das Fenster verschiebt sich ja nicht. Ich schiebe es einfach nur in die Mitte. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns mal zunächst einmal meine Windows 3.1. Ja, es ist aber eigentlich Windows MS-DOS 6.22 und Windows 3.11. Die Kinder der 90er werden das Betriebssystem hier noch kennen. Und ich kürze jetzt einfach mal starten. Das müsst ihr jetzt anzeigen. Da sehen wir schon, MS-DOS wird, naja, da unten, das hat das ISO da. Ah, das blendet er gar nicht ein. Das ist sehr schön. Also ich weiß gar nicht, ob er es eingeblendet hat. Wir werden sehen, es dauert sehr lange. Diese Fehler, diese Meldungen werden hier gar nicht eingeblendet. Das finde ich toll. Also MS-DOS 6.22. Ich habe das hier schon mal, ich habe sogar einen CD-Driver eingebunden schon. Und wer kennt sie noch mit MS-DOS 6.2? Wer kennt es noch von euch? Also die Jüngere wäre das Betriebssystem nicht mehr kennen, aber das war ein Betriebssystem, mit dem bin ich aufgewachsen als Kind. Das war so meine ersten Gehversuche mit einem Computer, MS-DOS 6.22 und Windows 3.11. Was kann man hier machen? Man kann hier zum Beispiel sich, oh, ich müsste da reinklicken vielleicht. Ja, schön, dass wir das, ihr seht ja nicht, dass wir das Programm, man kann hier zum Beispiel DIR, klassischer Befehl, kann man sich alles anzeigen lassen. Ich habe schon ein bisschen was drauf gespielt, habe hier so eine 500 Megabyte Platte, erstellt hier eine virtuelle 500 Megabyte Platte. Damals war das ja zu der Zeit so, wir reden hier von 1993, als man diese Kombination benutzt hat. Da hat man ja im größten Teil meistens nur eine 100 Megabyte Festplatte. Ja, ihr hört richtig, 100 Megabyte Festplatte hat man da damals gehabt. Also wer sich eine 500 Megabyte Festplatte leisten konnte, der hat schon sehr viel Speicher gehabt. Aber üblich waren halt, also wir hatten damals auch nur eine 100 Megabyte Festplatte drin. Ich glaube, mein Vater hatte sogar noch zusätzlich eine 200 Megabyte oder 250 Megabyte Platte noch eingebaut. Sind ja Dimensionen. Heute reden wir da ja in Gigabyte, da sind wir ja schon bei Terabyte. Das gab es damals alles noch nicht. Was habe ich denn hier alles Schönes drauf? Wir können es uns ja mal angucken. Hier habe ich sogar einen Ordner Beißler, den habe ich jetzt mal aus Spaß erstellt. Da ist nichts drin. Wir können es aber hier. So kann man den Ordner aufrufen mit dem Befehl CD und da gibt man Beißler ein. Und da kann man hier reingucken. Der ist leer. Den habe ich erst noch erstellt, den Ordner Beißler. Da ist nichts drin. Ich weiß auch nicht, was da reinkommen soll. Und wenn man aus dem Ordner raus will, muss man CD. Doppelpunkt, ja, nicht so wie ich das mache. So, da kommt man wieder raus. Ich habe hier auch Windows drauf. Mal gucken, ob das geht. Wir geben mal hier Win ein. Ja, und da passt's. Und
könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ich das hochleite. Wer kennt dieses Betriebssystem hier noch? Windows 3.11. Funktioniert hier nicht hundertprozentig. Hier sehen wir es nochmal eingeblendet. Windows 3.11. Das ist aus dem Jahr, wir sehen es hier, von dem ich gesprochen habe, 1993. Und das war das erste Betriebssystem, mit dem ich in meinem Leben überhaupt mit Computer in Berührung gekommen bin. Das war damals Windows 3.11. So haben wir es immer genannt. Windows 3.11 war das. Das war auch das erste Betriebssystem. Also könnt ihr mich gern korrigieren, wenn ich das falsch sage, was Netzwerkunterstützung seinerzeit hatte. Das habe ich jetzt hier in dieser virtuellen Maschine. Man sieht es ja hier oben an der Balken. Da sieht man Festplatte, CD, ein virtuelles Floppy und Soundkarte. Das mit dem Sound funktioniert nicht so richtig. Ich habe ja auch schon ein paar Programme drauf gespielt. Kann aber mal zeigen, wie das ausgesehen hat. Windows 3.11, da gab es die Hauptgruppe. Da hat man hier einen Dateimanager gehabt. Ein Floppy-Disk ist nicht eingebunden. Wenn man jetzt hier draufklickt, wird sofort eine Fehlermeldung anzeigen, dass wir hier keine Diskette drin haben. Dann haben wir hier die Festplatte, das ist der Windows-Ordner. Da kann man hier draufklicken. Und dann hat man hier die ganze Festplatte drin. Unten sieht man, wie viele Dateien da drin sind. 500 MB habe ich da erstellt, diese virtuelle Platte. Und da sieht man also, was drauf ist. Ich habe hier zum Beispiel die Installationsdisketten von Windows 3.11 hier drauf kopiert. Ich habe den Norton Commander drauf, auch ein legendäres Programm der 90er, was mein Vater auch sehr oft immer benutzt hat, um irgendwelche Ordner zu erstellen seinerzeit. Corel Draw, das ist das Version 4, Corel Draw 4, was ich da drauf habe. Das habe ich auch als CD, Original-CD, Corel Draw 4, glaube ich, 3 CDs gewesen. Ich habe also eigentlich von ich habe da noch einige Software in meinem Schrank in Original-CD, also Corel Draw zum Beispiel, Version 3 bis 6 habe ich als CD und dann habe ich sogar noch die Version 11, die Version 10, die Version 11, Corel 7 müsste ich auch mal gekauft haben vor Jahren und das letzte, was ich erworben habe, war Corel Draw X5. Das war die Version 15 sozusagen, ist aber auch schon wieder 5 Jahre alt. Die habe ich hier nicht auf dem Rechner drauf, da habe ich einen Design-Laptop, wo meine ganzen Grafikprogramme drauf sind. Die sind nicht hier auf meinem Win 10-PC drauf. Aber da habe ich immer bei Ami Pro, Lotus 1.2.3, auch das habe ich noch als CD-Version. Da habe ich einige Software noch drauf. Photoshop, das ist die Version 3, die wir hier haben. Und ja, einiges haben wir da drauf, kann man sagen. Und Corel Draw habe ich zum Beispiel Corel Draw 6 auch als mit der Originalbox. Da ist nur die Umverpackung verloren gegangen. Ich habe die nur noch in der weißen Originalbox. Mit, es waren 3 Disketten und eine 3, ne, Disketten, was für ein Scheiß, 3 CDs waren es und 3 wirklich überdimensional dicke Handbücher, das gab es damals noch, Mitte der 90er, Corel Draw 6 war ja 96, dicke Handbücher, wenn man heute eine Computersoftware kauft, die kriegt man ja noch nicht mal mehr als CD zum Teil, sondern die wird ja nur noch, wie soll ich sagen, die wird ja nur noch, ja, die ladet man eigentlich nur noch runter. Man kriegt, wenn man Glück hat, vielleicht noch eine CD, aber kriegt sie gar nicht mehr als CD. Man muss sie zum Teil eh nur noch runterladen. Also es stirbt langsam aus, das Medium. Also so sieht es aus. Ein Dateimanager und da ist die Festplatte drin. Da sind die Laufwerke. Ich weiß nicht, ob man sich die Infos anzeigt. Man kann versuchen, zeigen. Man kann Datenträger benennen, kopieren, formatieren. Also so klassische Sache, was man da halt alles halt machen könne. Antivirus gab es damals auch. Ja, das kann man hier mal draufklicken. Das Antivirus-Ding ist ziemlich lustig. Da kommt man jetzt hier prüfe. Klickt da drauf, dann erkennt er da nichts. Ja, und hier kann man den Virus. Das war so ein ganz einfaches, billiges Programm. Damals waren Viren jetzt ja noch nicht so verbreitet, aber hat sich durchaus auch in den 90ern Viren holen können, wenn man sich gegenseitig zum Beispiel die Disketten kopiert hat. Das hat man ja gemacht, wenn einer ein Spiel gehabt hat oder bei Windows 3.11 oder bei DOS 6.22 war es ja noch möglich,
dass wenn man ein Spiel installiert hatte, konnte man sich den kompletten installierten Ordner auf eine Diskette kopieren und konnte den bei sich daheim drauf installieren. Das Spiel hat funktioniert, weil es gab damals noch keine Registry, diese Registry-Ordner oder dieses Regedit, was man jetzt so kennt. Das kam ja erst ab Windows 95, glaube ich, dann als Neuerung. Und da ging das dann nicht mehr so einfach, aber da war Windows 3.11, da ging das noch ganz super. Mal Antivirus, man hat hier auch ein Backup-Programm, die kann ich euch alle nochmal zeigen. Also das ist jetzt hier nicht sehr spektakulär. Sind ja schon alle Programme installiert. Mehr aber, weil hier Systemsteuerung war hier ganz schlicht. Es gab hier sowas wie Farben. Kann man jetzt hier das Farbschema ändern oder das hier so aussehe. Hier. Oder man konnte es auch Jeansfarben so aussehe. Es waren so ganz einfache Farben. Ja, es gab da nur, es gab es nur 256 Farben, glaube ich, gab es damals. Oder hier. Ah. Man kann auch selber Farbe zusammenstellen. Das kann man auch. Oder hier, das ist doch mal cool. Also das war so, das ist ja auch nicht neu, wenn man sich mal überlegt. Bei Windows 10 kann man ja auch alles mittlerweile umfärben. Also muss man sagen, das war nicht neu bei Windows 10 oder bei Windows 8. Das sind keine Neuerungen, die da erst mit Windows 8 gekommen sind, dass du dann dein Startmenü farblich ändern kannst. Aber es gab es ja auch schon bei Windows 3.11, wie wir hier sehen, dass du dann, da gab es nur weniger Farben. Das ist auch eine Farbpalette. Du konntest jetzt ja auch gelb als Hintergrund machen. Dann hast du das hier grün machen können. Das hier ist rot machen können. Das dahinter hast du Bordeaux machen können. Dann und den inaktive Titelleiste. So, zack. Und da hast du hier voll das ekligste Ding hier machen können. Also lassen wir das mal so. Aber das tut schon der Auge. Das tut schon der Auge weh ein bisschen. Aber da konnte man ja Schriftarten, das war ein ganz einfacher Font Manager. Kennt man ja, hat sich nicht verändert, gibt es heute noch. Anschlüsse. Damals gab es diese COM-Anschlüsse, das waren die Serial Ports, wo man seine Maus angeschlossen hat damals. Gab es ja auch noch Mäuse mit Mausball drunter. Dann Parallel Ports, das waren diese Breitenstecker. Da hat man seinen Drucker angeschlossen damals. Oder auch andere Sachen. Und da gab es noch an der Soundkarte den Gameport für einen Joystick. Da hat es noch kein USB gegeben zu der Zeit. Maus, da kann man die Geschwindigkeit der Maus verändern. Kann man ganz schnell wackeln lassen. Aber das ist mir zu schnell. Das funktioniert ja nicht richtig. So ist es viel besser. Da kann man ja klick. Kann man ja klicken. Mausspur kann man sich hin und her ziehen lassen. Halloween ist auch schon vorbei, da könnte man es hier. Man kann auch rechte und linke Maustaste vertauschen. Aber jetzt muss ich auch mal gucken, ob der das jetzt wieder hier richtig macht. Ah ja, das habe ich selber reingelegt. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Profi, aber ich habe diese Betriebssysteme, das war mein erstes und das, was ich weiß, kann ich auch mal zeigen. Wie gesagt, ist eher so eine Retro-Reihe. Ich möchte jetzt hier nicht Technik anfangen, aber ab und zu kann man sowas mal zeigen. Schon mal was anderes wie irgendwelche Autos von der Strecke runterrammen. Also, das hier doch auch mal was. Jetzt ist da hoffentlich die Maus dann wieder richtig eingestellt. Ja, im Hintergrund, ich hoffe, ihr habt es gehört oder habt es nicht gehört, dass Skype im Hintergrund war. Nehme das ja noch vorher auf. Ich habe ja dann, mache ich dann gleich schon wieder die nächste Aufnahme. Per Desktop konnte man hier auch verschiedene Sachen hier einstellen. Dafür muss ich jetzt aber das klein machen. Hier zum Beispiel. So ähnlich wie die Anzeige früher. Dann konnte man hier Netze reinmachen. Ist jetzt nicht das Beste hier oder Tulpen aus Amsterdam können wir reinmachen. Das sieht aber irgendwie alles gleich
Sieht aber irgendwie alles gleich aus. Waffeleisen, ne? Waffeleisen. Naja, gut. Lassen wir es mal da drin. Tastatur, da konnte man auch die Verzögerung der Tastatur einstellen. Drucker, war damals auch Drucker, aber die hat man müssen mit Treiberdisketten installieren. Ländereinstellungen kennt man. Tastaturlayout, das Datum ist klar. Da hier noch Währungsform. Ja, wir sehen hier richtig. Wir sind hier in einer Zeit, dass noch die deutsche Mark gegeben hat. D-Mark, ich glaube, man kann auch nicht mal Euro einstellen, oder? Ja, könnte man theoretisch, will man aber nicht, das wäre ja nicht realistisch. Uhrzeit und Datum. Ganz simple Menüs. MIDI. Mal gucken, ob das überhaupt hier geht, ob der da überhaupt was macht. Ah, ist nicht installiert. Was das hier war, weiß ich gar nicht. Ich glaube, da konnte man Speicher erweitern hier irgendwie. Aber Treiber, da sind alle Treiber, die man installiert hat, drin. Also ganz, das ist quasi so der Gerätemanager hier in Textform, aber nicht so wirklich. Damals hat man noch gefaxt und Klänge, aber die funktionieren leider nicht. So war das Windows 3.11 aufgebaut. Druckermanager hier, da waren die Druckaufträge drin. Zwischenablage hier. Eingabeforderung. Pfadeditor, da konnte man dann Symbole von irgendwelchen DOS-Programmen machen. Und eine README. Aber das tut es dann so erbärmlich weh mit dem Rot hier, Alter. Ja, aber hier noch Anwendungen. Da ist eben der Virenscanner QBasic. Kennt man ja. Leider funktioniert es jetzt nie mehr. Wo wir hier wieder auf den Schwenkhalte fernklicke. Ja, das QBasic. Da hat es wieder abgeschmiert. Dann müssen wir es halt wieder restarten. Ist nicht das erste Mal. Wie gesagt, die virtuelle Maschine funktioniert nicht 100% richtig. Weiß auch nicht, woran es liegt. Das Windows 3.11 spackt hier in dieser virtuellen Maschine alles ein bisschen herum. Weiß nicht, woran das dann liegt. Mal wieder ins Win zurück. QBasic. Hier hat man ein Backup-Programm gehabt. Ist nicht korrekt installiert. War von Symantec damals. Okay, das ist ja Norden gewesen. Hier hat man irgendwie den Ding beobachten können. Den Arbeitsspeicher. Jetzt komme ich nicht drauf. Den Antivirus haben wir schon angeguckt. Hier haben wir einen Undelete. Also nicht konnte man hier Daten nochmal wiederherstellen, glaube ich. Dafür war das. Oder auch komplett löschen. Und der Windows-Editor. DOS, da klicken wir mal nicht rein, wie gesagt, da spackt es ab. Zubehör kennt man ja. Write, das heutige WordPad. Kann man ja auch ein bisschen reinschreiben. Ich kann ja hier mal schreiben. Diese an Valvorik Joker Kenny und Jake und alle anderen. Ja, es könnten hier jetzt Schreibfehler hier auftauchen. Ja, das könnte man jetzt zum Beispiel reinschreiben. Und Novien. Und alle anderen. So, könnte man jetzt hier das nehmen, hier den Text. Den kopieren wir uns. Dann kommt er nämlich, müsste er jetzt in die Zwischenablage kommen. Mal gucken, ob die Zwischenablage hier funktioniert. Und da ist dieser Text hier drin. Ja, so hat damals die Zwischenablage funktioniert. Funktioniert im Prinzip ja heute auch noch. So, und was hier auch festgestellt habe, hier gab es damals schon mit Alt und der Tab-Taste das Umschalten. Das habe ich jetzt erst bemerkt und herausgefunden, dass es da auch schon bei Windows 3.11 das gab. Ich dachte, das ist erst mit späteren Versionen reingekommen und man lernt ja nie aus. So, und so konnte man das jetzt formatieren, zum Beispiel. Da konnte man das auch zentriert machen oder linksbündig.
Wieso weiter? Ich zeige jetzt da nicht alles, das kann man ja mal nochmal später separat zeigen. Es war jetzt eigentlich nur Testaufnahme selber, das eigentlich das ganze Windows hier zeige. Das kann man ja später nochmal machen. Und im Zubehör, was gab es da noch? Paintbrush. Ja, das war der Radiergummi. Ja. Und da gab es ja auch nur ein paar Farben. Hier könnte man Grand Prix 2 gut editieren. Hier mal so ein bisschen dran rumschmiere. Das kann man ja alles mal später. Terminal hat man damals mit dem Modem Netzwerke verbinden können oder wie das irgendwie war. BTX, der klassische Texteditor bis heute noch überlebt. Recorder, da konnte man so Makros aufnehmen, wenn man hier was gezeigt hat. Karteikarten, ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Der Taschenrechner hat auch überlebt. Die Uhr weiß ich gar nicht mehr, ob die überlebt hat. Objektmanager, oh, da weiß ich gar nicht, für was das hier war. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die Zeichentabelle gibt es noch in Windows heute und ja, Medienwiedergabe gab es schon so eine Art Media Player. Netzwerk hat sie gegeben, da konnte man E-Mails, einen Kalender oder Remote, da konnte man Fernsteuerung machen. War so das erste Betriebssystem, wo das ging, aber das war alles noch in den Kinderschuhen. Autostart gibt es heute auch noch. Programme, die automatisch starten, wenn die hier drin sind. Spiele kennt man noch. Solitär. Mal gucken, ob ich das noch kann. Solitär. Zack. Das hat mein Vater immer gespielt. Solitär. Der hat es wie abgespielt immer. Na gut, aber das hier drauflegen. War das? Ging das? Ja, das ging. Oh, ich kann das sogar noch. Unglaublich. Ne, das geht nicht. Aber ich könnte einer, der fehlt die 10. Kann ich aber den, glaube ich, da drauflegen, oder wie war das? Ne, das geht da nicht. Muss erst die Dame draufgelegt werden, oder wie war das? Ah ja, ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. Also, Minesweeper, das kennt man ja auch noch. Bumm, zack. Und das Harz-Spiel kennt man ja auch noch. Ja, was habe ich hier noch ein paar Programme drauf? Wir haben hier zum Beispiel Corel 4 drauf. Können wir hier mal kurz starten? Das Corel 4. Wer es kennt, kann mir schön zeichnen damit. Und da konnte man die Logos, es war hier sehr einfach mit Gelb, Rot. Ja, man muss das erst noch anklicken. Lila, das es gab ja hier nicht viele Farben, wie man unten sieht in der Farbpalette. Und blau. Ich finde, das ist gut. So kann man das lassen. Wollen es jetzt hier nicht groß zeigen. Da haben wir hier Corel drauf. Lotus, haben wir hier Ami Pro, so ein Schreibprogramm. Da kann ich jetzt auch unseren Text hier wieder reinkopieren. Wenn ich gerade eben. Ich glaube, die Software ist auf Englisch, die ich hier habe. Die habe ich nämlich gefunden. Gibt es im Internet tatsächlich so eine Seite, die heißt WinWorld. Und da kann man so alte Software tatsächlich mittlerweile so runterladen. Die ist meistens auf Englisch, aber ich meine, das bisschen Englisch sollte man können. Aber das habe ich auch, also die meiste Software hier habe ich auch tatsächlich als Original-CD-Version noch in meinem Schrank. Also die gibt es tatsächlich alle noch. Ami Pro und Lotus 123 auf jeden Fall. Und auch Corel 4. So, mal gucken, ob ich das mal ein bisschen fett mache. Ein bisschen kursiv, runterbündig. So, Text, Font. Kann man das ja mal ein bisschen größer machen. 48, na, schon ein bisschen zu groß. Na hier, oh, das kann ja keiner lesen. Aber das schaut doch super aus. Seid gegrüßt, wenn er das hier liest. Das hier mal so viel zu WordPad. Und Lotus 123 haben wir hier noch. Da kann man eine Tabellekalkulation machen. Also zum Beispiel hier 24, 55. Achso, das muss ich mir immer merken, dass der da nicht automatisch runtergeht. So, dann kann ich mir hier zum Beispiel, kann ich dann Plus.
Ja, okay. Funktioniert nicht ganz. Ich glaube, es muss man mit ist gleich machen. Ist gleich. So, dann hast du es rausgekriegt. Ganz einfache Tabellekalkulation, ganz simpel. Ja, eigentlich mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Mehr habe ich hier nicht drauf. Dann können wir mal Windows hier beenden. Und da werdet ihr sehen, dass dieses Windows hier nicht ordentlich beendet. Also ich habe es auf Beenden geklickt, aber man sieht jetzt hier schon, es funktioniert hier nicht ordentlich in der virtuellen Maschine. Da muss ich mal hier oben drauf klicken. Entfernen, da kommt hier ein legendärer. Wir kennen das ja alles. Warum ist denn jetzt die Taskleiste weg? Eigentlich möchte ich den Task beenden. Naja, ihr seht schon, also das Windows 3.11 funktioniert einfach nicht ordentlich. Ja, dann machen wir hier nochmal einen Shutdown. Das liegt an meiner virtuellen Maschine, die funktioniert einfach nicht ordentlich hier. Weiß auch nicht warum. Was nochmal Windows und dann gucken wir uns noch den Norton Commander schnell an, dass ich hier noch drauf habe. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Das war es dann eigentlich schon wieder. Das war ja eh nur eine Testaufnahme. NC, den Norton Commander. Das kenne ich auch noch von meinem Vater. Das ist ein legendäres Programm. Mit dem kann man hier kopieren oder kann Ordner erstellen. Dann auch hier Sache umkopiere, also kann sich hier in Ordner durchklicken, wie zum Beispiel Beisler oder den Ami Pro Ordner oder in den Corel Ordner hier, in den DOS Ordner und da konnte man, ich weiß gar nicht, ob man hier QBasic aufrufen kann. Der Edit müsste gehen, ja, der geht. Da ich keinen Maustreiber habe, muss ich das hier alles separat machen. Aber das geht. Da müsste aber auch QBasic gehen. Konnte die Programme hier aufrufen. Jetzt gucken wir mal, ob ich das QBasic noch finde. Das war so ein Schreibprogramm. QBasic. Ja, funktioniert auch. Konnte man hier Programme mitschreiben mit QBasic? Habe ich aber nie können. Ich kann nicht programmieren, deswegen. Weil ich hier keinen Maustreiber habe, ist das hier klassisch mit der Tastatur, wie man das früher auch gemacht hat. Es gab ja mal zeitlang keine Mäuse. Und dann hat man einfach mit F10 den Norton Commander beendet. Ja, mehr gibt es jetzt zu sagen. Ich würde mal sagen, das können wir jetzt hier mal runterfahren. Shutdown den PC und dann, ja, hat er jetzt das Programm auch wieder rausgeworfen, was er immer gern macht. Das VMware wieder rauswerfe. Aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das reicht jetzt auch erst einmal. Mehr will ich auch gar nicht zeigen. Ja. Es war eigentlich heute doch eine halbe Stunde geworden, eigentlich nur so ein Aufnahmetest. Ich denke, ich lade es mal als kleines Pilot-Special hoch. Ja, in diesem Jahr 2018 gibt es ja eh nur noch Groß-Pilot-Specials. Mehr halt nicht. Und tja, was soll ich dazu sagen? Lass was gut sein. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und könnt mir vorstellen, auch mein Kanal-Update hier in so einer virtuellen Maschine zu machen. Das wäre doch eigentlich auch mal was. Mal überlege hier. Kanal-Update hier in der virtuellen Maschine, das wäre natürlich. Ja, das muss ich mal überlegen. Also ich hoffe, es gefällt euch. Wie gesagt, es ist so eine Retro-Reihe. Ich soll hier kein Technik sonst was werden, aber schauen wir mal. Hoffe, es gefällt euch, alte Betriebssysteme mal wieder zu sehen, denn man kennt ja das eine oder andere gar nicht mehr. Und deswegen möchte ich jetzt aber auch nicht lang ausschweife. Ich sag schon mal schönen Tag noch. Auf Wiederlorge, ja, und bis zum nächsten Mal wieder. Euer Michael Beißler.